But don't let off. Don't let off. Listen up. If I talk in halftime, nobody else talking. Hallo. Jesus. Ja, also ich bin der Offense-Coordinator der Cologne Crocodiles und kümmere mich im Grunde darum, dass der Angriff so positioniert ist, dass wir Punkte machen. Das fängt im Winter an mit Rekrutierung der Spieler, geht dann über Spielsystem bis hin zu Ausführung der Spielzüge, Umstellung von Aufstellungen und versuche dann die Spieler in die beste Position zu bringen, um Punkte zu machen. Wenn er nach vorne kommt jetzt, ist das nicht mehr mein Mann. Running Backs, Mann. Da bin ich ja froh, dass wir heute einen Schritt weitergekommen sind. Habt ihr gehört? Ich bin zum Football gekommen durch meinen Bruder, der auch bei den Crocodiles auch im Verein lange war als Spieler und jetzt als Trainer tätig ist. Und ja, bin dann aufs College gegangen, 4 Jahre zur University of Toledo, habe danach noch 3 bis 4 Profijahre dran gehangen. Erst in den USA, in der NFL, im Practice Squad und danach halt in der NFL Europa. Let's do that later, let's go! Trotzdem stottern wir immer noch so, ich mache so viel Passspiel, weil das immer noch so ein bisschen stottert. Ich will, dass wir jetzt Praxis kriegen und dass wir am Ende dieser 2 Quarters wissen, wen wir nächste Woche schon platzieren können. Laufspiel ist, können wir gegen jeden laufen, der da ist. Die Defense von denen, Defense Line von denen ist nicht existent im Moment. Aber wir müssen die Sachen machen, in denen wir nicht so gut sind. Das heißt, wir werden ein paar Sachen ausprobieren, wir werden was durchwechseln, aber jetzt lass uns nicht auf einmal von heute auf morgen alle reinknallen, weil wir 42-0 führen. Wir brauchen diese Trainingszeit. So, der Dre fängt jetzt an, nochmal, damit Ruhe drin ist. Wer ist denn Dre? André Fritsch. Ach so. So, dann kann der Dean rein. Ja. So, aber Kevin Sparks raus, soweit alles klar. Ja, auch Receiver, erstmal performen. Wir müssen erstmal Gas geben. Ja, ich versuche halt den Amerikanern ein Stück Heimat zu geben. Ja, dadurch, dass ich selber mal alleine in den USA war und alleine da gespielt habe, weiß ich, wie das ist. Ja, ich habe jedes Weihnachten bei einer anderen Familie verbracht, von einem meiner Freunde oder Freundin damals. Und darum versuche ich sie vor jedem Spiel halt entweder zum Frühstück einzuladen oder zum Mittagessen. Und ja, das ist so ein bisschen Familie auch der Crocodiles. Und ich glaube, das kommt ganz gut an und die Jungs freuen sich darüber. Man muss sich vorstellen, die kommen hier rüber und kriegen zwar Geld fürs Spielen oder fürs Coachen, wie auch immer dann halt, ne? Aber sind halt nicht im richtigen Leben. Die haben keine Familie, die haben hier keine eigene Wohnung. Die müssen in einer Wohnung mit 4 oder 3 anderen Amerikanern wohnen oder 2 und müssen sich dann durchringen, ne? Und das hört sich alles toll an. Man geht nach Deutschland und coacht oder spielt da. Aber ich glaube nicht, dass sie besser gestellt sind. Natürlich würden wir keinen Amerikaner rüberholen, der uns im Team nicht weiterhelfen könnte. Das heißt, natürlich haben die eine Position im Team. Also Kevin, Justin, Yogi und Trevor sind ganz tolle Jungs. Ne? Also die verhalten sich gut, die spielen PlayStation mit mir zu Hause, die sind mit meinen Kindern unterwegs und spielen ein bisschen, reden mit denen. Also das sind ganz tolle Jungs und ich würde keinen von denen missen wollen. Teilweise habe ich das Gefühl, dass wir nicht wissen, wie viel Leistung dieser Sport wirklich braucht, ne? Und wie viel Qualität man auch haben muss. Man kann den Sport nicht einfach spielen, man kann nicht einfach auf eine Wiese gehen wie beim Fußball und rumkicken, sondern Football, das hat einen Aspekt von Krafttraining, Spielzügen lernen und eine Physis halt, ne? Guys, listen up. Everybody who's not on the team, get out of here. Let's do it. That was a good start, but still, we have to work on our mechanics and automatics, our passing game. If I have a long route, why are we still back, not on the line? For example, on Smash. Ich war on. Ja, 2-mal on, 2-mal off. Ich hab's genau gesehen. Nee, get on. Smash, okay, then it's somebody else. But hey, if you have a long route, get on the line. Yeah? It don't matter who it was. If you have a jet, keep running. From the backside, there's only problems. Okay? We need to work on it. We need to get Trevor in the game. Yeah? We need to get him some passes so we're feeding him a little bit. Yeah? And our outside receiver guys, we already did some good stretching on the field. Flo, that was nice. Flo, on the curl. Yeah. Look the ball in the whole way. Yeah. They can't stop you physically. They are so much smaller. Yeah? You had one drop, you don't have to have. Also freeze. Yeah. They are not better than you guys. Honestly, let's work on them. Let's get better. Let's finish the 3rd quarter and the 4th quarter we look. Listen, you need to, if you are a real offensive guy, and you're a champ, and you want to become a champ, you have to go 4 quarters, no matter loss or win. Then you're pro.
Hey, hold on, one thing. Hey, 42 points is a great work, yeah? Hey, don't let me look so negative, yeah? That's great work. Good job, guys.